Und herzlich willkommen zurück zu Enderal. Ja, wir sind jetzt hier in Ark, den Marktplatz. Und ich will hier jetzt alles mal mir ansehen. Hurums Hütte. Okay, ich bin voll im Erkundungswahn gerade. Schmelzer. Erz einschmelzen. Habe ich Erz? In einem Schmelzofen könnt ihr Metallbahnen aus Erzen herstellen. Ebenso können hier Gegenstände in Einzelteile zerlegt werden. Krundumbarren, Eisenbarren, Goldbarren, leuchtender Thoriumbarren, Malachitbarren, Metallbarren eines alten Volkes. Okay, Mondsteinbarren, Quecksilberbarren, Schattenstahlbarren, ist wahrscheinlich eben Erz. Silberbarren, Stahlbarren. Was kann ich noch? Gegenstände zerlegen. Manche Schichten gehen einfach nie zu. Ah, aus Eisenklemmer kriege ich 4 Eisen, ja? Holz? Jagdlangbogen. Nee, danke. Ah, okay. Ich hätte hier auch aus den Dingern was zerlegen können. Vor dem Eisenhut. Krieg auf Nerim, Krieg auf Kile, roter Wahnsinn. Was für eine Scheiße ist das eigentlich? Keine Ahnung. Sammel Goldfurt. Ha, willkommen, willkommen. Wie kann ich euch behilflich sein? Interessantes Outfit hast du da. Woher bekommt ihr eure Ware? Unterschiedlich. Manches von Abenteurern, manches von anderen Händlern und manches sammle ich selbst aus alten Ruinen zusammen. Oder sagen wir, sammelte. Mittlerweile kann man ja keinen Fuß mehr in ein verfallenes Haus setzen, ohne gleich von 10 Verlorenen aufgefressen zu werden. Okay, zeig mal, was die machen. Dies und das. Schaut einfach selbst. Jo, gerne. So, Bauplan, Eisenharnisch, Eisenhelm, Eisenschuhe, Eisenstreitkolben, Lederschild. Licht eines unbekannten Reisenden Band 2. Blaue Seidengewand. Sieht ja schick aus. Die magischen Disziplinen Psionik, Ektoplasma, Enzyklopädie, Arcana, Magie Teil 2, Teil Golderz, Hammervogelei. Den brauchten wir. Das müssen wir suchen, okay. Fingerfertigkeit Lehrling. Verbessert Fingerfertigkeit für Lehrling bis Fertigkeitsstufe 25. Kosten 1 Handwerkspunkt. Und hier nochmal Meister. Ich würde lieber eher diese Bücher hier sammeln, Handwerksbücher und so weiter, anstatt zu kaufen. Ich weiß jetzt nicht, ob wir auch so da besser werden in Handwerken und so weiter. Kleiner Rucksack. Erhöht eure Tragkraft um 15. Sonst hat er auch nur Bücher, ne? Okay, mittlerer Rucksack. Erhöht um 30. Rechnen. Okay. Rolle Teleport nach Ark. Teleport nach Dünenheim, Flussheim, Nebelheim, Nordwindlager. Schneefelstaverne. Ah, okay. Barackenplatz. Ja. Zwei verschiedene Schaufeln, okay. Spitalstock. Säge. Mana regeneriert sich 10% schneller. Ah, okay. Violette Seidengewand sieht auch hübsch aus. Aber ich lasse das. Schaltet wohl! Obwohl, ich hätte ihm das die Claymore verkaufen können. So, wer ist das? Myrte Adlerauge. Grüße! Okay, zeig mir eure Ware. Die beste Qualität, von Arctwend bis nach Enderal. Arctwend? Wo liegt denn Arctwend jetzt bitte? Bronzeanhänger der Konstitution. Festigt eure Lebensenergie um 10 Punkte. Bögen verursachen 8% mehr Schaden, Schleichen ist 7% effektiver. Eichenbogen des Frosthauchs. Verursacht 8 Punkte Frostschaden auf Lebensenergie und Ausdauer. Feinlederhandschuhe.
Festlederarm. Okay. Sehr viele verschiedene Lederrüstungsarten. Jagdlangbogen, den haben wir. Lederharnisch. Lederschild, Lederschuhe. Die haben alle so viele Bücher. Runenpfeile. Das sind doch Orkpfeile. Schattenhafter Bronzeanhänger. Elementarzauber kosten 7% weniger Mana. Verschlissene Robe der Magieregeneration. Wehrrobe. Leichte Rüstung um 4 Punkte verbessert. Nee, da. Ah, warte. Selbstverständlich. Ich wollte die Claymore verkaufen. So, Eisenclaymore. So, Abzeichen der Apothekari. Darf sie auch haben. Knochenmehl brauchen wir nicht. Ich hoffe, wir kriegen hier im Ark ein eigenes Dings hier. Kommt ein Wolfsfell und Lederstreifen. Brauchen wir gerade nicht. Ein eigenes Haus, wo wir unsere Sachen lagern können. Hinterstadt, Südviertel. Müsste hier nicht eigentlich Jasper sein? Oder Jasper? Was ist denn das eigentlich für ein Tier? Ich würde das gerne wissen. Südviertel. Wofür das sind? Ark Konter der goldenen Sichel. Ich will hier noch nicht überall rein. Ich will mich hier erstmal wirklich umsehen. Was ist denn das? Ah, Rena H. wieder. Was ist denn da? Na sowas. Der umstrittene Rekrut. Alles in Ordnung? Ja. Warum fragst du? Obst, Gemüse, so. Aha. Dann bis demnächst. Ach, und lass dir mal die Rüstung unter die Lupe nehmen. Die sieht etwas randaliert aus. Ja, natürlich. Schreit wohl. Okay, Ora Steinschmidt. Nach langen Jahren dem grauenvollen Gefängnis seines verräterischen Sohnes entkommen. Die ehrenwerte Truchessa, die in den Jahren seiner Gefangenschaft den heiligen Posten des Großmeisters übernahm, weicht somit auf ihre ursprüngliche Position zurück. Und fortan wird kein Geringerer als Thealor Arantheal selbst die rechte Hand seiner Heiligkeit Malphas sein. Seine Führung wird es sein, die uns jene schwere Zeiten überstehen lässt. So jubelt, o Bürger und Bürgerinnen! Jubelt und danket dem Herrn! Okay. Ah, da ist er ja, der Jasper. Aber ich will noch nicht mit ihm reden. Ich will hier erstmal wirklich alles ansehen. Gold für Silber, ja? Ja? Steht da, oder war das Verkauf? Verkauft auch Informationen. Oh. Informationen? Was soll denn das jetzt heißen? Damit habe ich nicht gerechnet. Was könnt ihr mir hierfür erzählen? Lass mal sehen. Viel ist das ja nicht. Aber gut. Ja. Ich hatte vor ein paar Monaten mal so einen ganz eigenartigen Kauz zum Kunden. Hat 2 Säbel getragen, wie diese Kohlemenschen. Aber hat sich bewegt wie ein Schatten. Ich hatte da so ein ganz übles Gefühl im Magen. Ich glaube, das war ein Assassine, wie sie sich nennen. Kyranischer Auftragsmörder. Au, geil. Du kannst dich in einer Festung verstecken, die finden dich und meucheln dich in deinem Schlaf. Und anders als die üblichen Gauner können die ihre Schwerter führen wie Loram Wasserklinge. Wer weiß. Wer ist Loram Wasserklinge? Vielleicht hilft euch das ja. Interessant. Habt ihr noch mehr solche Geschichten? Noch mehr? Naja. Da gab's mal dieses Weib, eine Bäuerin. Die ist wie vom schwarzen Wächter verfolgt in die Stadt gestürmt und hat irgendwas von einem Überfall auf ihren Hof gefaselt. An sich nichts Ungewöhnliches, vor allem nicht heutzutage, aber angeblich waren die Banditen von einer Magierin angeführt worden. Tja. Und wenn man der Bäuerin glauben kann, dann hat die wohl das Sonnenfeuer höchstpersönlich heraufbeschworen. Grünes Feuer, Blitze, lebende Tote und Orbeias aus dem Nichts. Eine Wildmagierin, eine Sinistropin,
die aber gleichzeitig auch Elementarmagie eingesetzt hat. Oh, üble Kombination. Okay, zwei Infos, okay. Die Entropie und Elementarismus zugleich einsetzte. Steht oder war das? Nein, sie ist nur zum Bestaunen hier. Sagt, was ihr braucht und macht schnell. Okay, was hat er? Amethyst, Blaupaar, Plan, Eisenschwert, Eisenstreitkolben, Bericht eines unbekannten Reisenden, Blaupaar, das Goldene Haus, die magische Disziplin, Metallismus, Dietriche, Eisenfurz, Laute, Erzählung des Wanderers, der Serap. So. Bisher noch nicht wirklich was. Hobel. Die haben nur Bücher irgendwie. Größtenteils Nägel, Pfeife, Pulverfass. Und Teleportzauber. Dings. Schreitet wohl. Jo, alles klar. Aber ich mag das, wenn die hier... Die quatschen einen nicht so an wie in Skyrim. Die grüßen einen einfach nur so, Madame oder der Herr oder so. Ihr seid nicht von hier, was? Hier quatschen die einen nicht so, Malfas zum Gruß. Sucht ihr einen Trank, um eure Ausdauer aufzufrischen? Oder seid ihr gar Nutzer der arkanen Künste? Ich habe alles. Wie läuft das Geschäft? Wie nett von euch zu fragen. Im Grunde kann ich mich nicht beschweren. Die Kriege auf Kilee und Kyra machen es natürlich schwerer, an Ware zu kommen. Aber trotzdem, das Geschäft läuft gut. Besser als früher auf jeden Fall. Okay, was war Ihr seid früher? Neugierig, wisst ihr das? Aber schön, ich bin in Plauderstimmung. Wieso also nicht? Ich war Vagabundin, wie man so schön sagt. Reisende Arkanistin. Klingt aufregend und ist es auch irgendwo, aber natürlich nicht gerade komfortabel. Okay, das kann ich mir vorstellen. Wie kam es dazu? Ach, eine lange Geschichte. Wisst ihr, ich bin in einem Dorf in der Wüste aufgewachsen. Eigentlich ging es mir ziemlich gut dort, aber als ich meine Magiebegabung entdeckt hatte... Naja, sagen wir es so, es hat die Art und Weise geändert, wie die Leute mich behandelt haben. Selbst meine Eltern. Das war vermutlich auch einer der Gründe, warum ich, nachdem ich den Gang zum Wasser abgelegt habe, nicht mehr in mein Dorf zurückgekehrt bin. Ich wollte etwas von der Welt sehen, also habe ich meine 7 Sachen gepackt und bin gereist. Mhm. Etwas waghalsig, ja, aber damals war mir das egal. Die Leute in eurem Dorf haben euch anders behandelt. Wie meint ihr das? Wissen, ihr habt also den Gang zum Wasser abgelegt? Wie war das? Puh, hart. Man hat uns klargemacht, dass wir am Scheideweg standen. Entweder wir lernen, die Magie zu kontrollieren, oder wir tun es eben nicht. Es war keine schöne Zeit, das kann ich euch sagen. Die Arkanisten waren ziemlich streng und man hat gelernt, selbstständiger zu werden, sich nicht zu fest an Menschen zu binden. Aber das ist ein sehr persönliches Thema. Ich würde es ungern weiter ausführen. Okay, alles klar. Wenigstens, ich habe ein bisschen was Wissen über Enderal sammeln. 9 von 40. Waghalsig ist gut. Hattet ihr denn keine Angst vor Banditen? Vatüren? Ich will etwas kaufen. Zeigt mir euer Angebot. Eine Frage noch. Was ist mit denen passiert, die nicht gelernt haben, ihre Magie zu kontrollieren? Ich will nicht darüber reden. In Ordnung? Okay, dann ist in Ordnung. Die Leute in eurem Dorf haben euch anders behandelt. Wie meint ihr das? Naja... Ich wurde jetzt nicht direkt angefeindet, aber es waren einfach Kleinigkeiten. Blicke, Tuscheleien hinter meinem Rücken. Das lastet auf Dauer ziemlich auf einem. Mhm. Das kann ich verstehen. Aber wisst ihr, ich kann es ihnen eigentlich auch nicht übel nehmen. Gerade in den Dörfern ist doch Magiebegabung immer im selben Atemzug mit Wildmagie, Orbayas und niedergebrannten Dörfern zu hören. Und dann bin da plötzlich ich. Ein Mensch, den sie kennen und kann plötzlich Dinge tun und das, obwohl ich nicht einmal eine Eterna bin. Wie sollte das in ihr Weltbild passen? Ja, okay. Sie können es ja fast nicht besser wissen. Das klingt hart. Naja, es hat mich stärker gemacht. So ist die Welt eben.
aber ich bin vom Thema abgekommen. Wollt ihr etwas kaufen? Ja, okay, komm. Aber immer doch. Zeig mal, was du hast. So, Ambrosia. 16 Stück hat sie. Aber ist auch sehr teuer. So, armseliger Seelenstein, Ausdauertrank, Feuerschutztrank, Lüsheimer holen. Bei ihr können wir immer wieder Ambrosia holen. So, Honig, kleine Perle. So, wir müssen so oder so erst. Hier haben wir auch nochmal so einen Raubvogel. Ne, Raubvogelei, okay. Ich dachte, ein Hammervogelei wäre das jetzt. Zauberbuch, Eispfeil, Equilibrium, konvertiert 15 Punkte Lebensenergie in Mana. Ihr könnt durch den Effekt sterben. Oh. Geisterwolf rufen. Ich weiß nicht. Also, ich bin selten in Spielen irgendwie ein Magier. Sehr, sehr selten. Schreitet wohl. Es ist irgendwie nicht der Spielstil, der mir irgendwie zusagt. Frischer Fisch und Meergetier. Ja, all dies, das gibt es hier. Irinto, Scham, Schaamgar. Rena Shalam, schöne Frau. Etwas frischer Fisch? Ihr stammt nicht von hier, richtig? Kirasch, was hat mich verraten? Meine Haut oder mein Name? Beides ein bisschen. Schmunzeln, beides. Ich stamme aus Kyra. Aber ich war erst 6, als mein Zirkel hierher übersiedelte. Und da ich nächsten Monat meinen 60. Winter sehe, macht mich das vermutlich genauso endraläisch wie jeden anderen hier auch. Ihr habt 10 Wissenspunkte gesammelt. Als Belohnung erhaltet ihr eine dauerhafte Steigerung unter Steigerung eurer Fähigkeiten, die, je mehr Wissen ihr ansammelt, noch mächtiger werden kann. Oh! Segen des Wissens in Rang 1. Das heißt, wir können bis Rang 4 das erhöhen? Und weshalb seid ihr damals hierher gezogen? Das hatte viele Gründe. Sagen wir einfach, Kyra ist nicht das schillernde, exotische Traumland, als das manche Barden und Dichter es gerne verkaufen. Okay. Ich bin sehr glücklich, hier leben zu dürfen. Über Endaral kann man sagen, was man will, aber es ist zumindest friedlich und beständig. Was sicherlich auch daran liegt, dass Malfas hier herrscht und nicht Saldrin. Zeig mir mal, was ihr im Angebot habt. Gerne, Shairi. Shairi? Fischeier? Das ist Kaviar, okay. Gebratener Lachs, gebratenes Fischfilet, gegrillte Forelle. Können wir selber hier auch so kochen? Und wer ist das? Moralas Segen. Wissen, ihr seid Kelene, richtig? Seid ihr vor dem Krieg geflohen? Geflohen ist das falsche Wort. Ich nenne es taktische Relokalisierung. Nur ein dummer Geschäftsmann würde inmitten eines Bürgerkriegs, der während dieses Skarak-Barbaren auf unser Land zu Segen geführt wird, versuchen, Gewürze und Tücher an den Mann zu bringen. Okay, könnt ihr mir etwas über diesen Bürgerkrieg erzählen? Wie genau ist es dazu gekommen? Was hält man in Kiel von Gerüchten über den Tod der Lichtgeborenen? Nun, sie sind Blasphemie. Was denn sonst? Die Götter herrschen seit Jahrtausenden über Winn. Wer meint, man könne sie töten wie Karnickel, kann nur ein Narr sein. Mhm. Okay, könnt ihr mir etwas mehr über diesen Bürgerkrieg erzählen? Nun ja, nach den Gerüchten über die Götter haben die Ratsmitglieder wohl gedacht, es sei der richtige Zeitpunkt für Machtkämpfe untereinander. Sehr dumm, wenn ihr mich fragt. Und sehr unwirtschaftlich. Ich bin früh genug mit meiner Familie geflohen. Aber dieser Schwachsinn hat viel zu viele ihr Leben gekostet. Viel zu viele. Okay. Handeln. Was verkauft ihr? Gewürze, Teppiche, Exquisitäten. Nur das Beste. Frisch aus Kille. Seht selbst. Jo, gerne. Was hat der? Banane? Bananen gibt's hier? Sieht nicht schlecht aus hier mit diesem Ding da in der Mitte. So, Bananenschnaps. Dattelkuchen. Datteln. Friedenskraut. So, die Bücher. Magietrank 20, Orange. Ohne eines alten Volkes. Vatürenauge. Lebt wohl.
Ihr seid auf Stufe 5 aufgestiegen. Ihr habt 5 Lernpunkte. 4 Handwerkspunkte und einen Erinnerungsvorteil. Derzeitige Attribute: Lebensenergie 117, Mana 88, Ausdauer 95. Ich würde wieder in Lebensenergie investieren wollen. Drückt H, um das Heldenmenü zu öffnen. Okay. So. 126 haben wir jetzt Leben. Ausdauer sind wir bei 99. Fingerfertigkeit 19, Fernkampf 20. Ich würde da gerne noch mehr eigentlich steigern wollen. So, Änderungspunkte haben wir 2. Warte mal dann. Gehen wir einmal hier hin. Wieder hier hin. Wir haben 2 Lernpunkte. Wo ich hier nochmal ein bisschen investieren wollte. Landsknecht, unermüdlicher Schlag. Warte mal, was ist da? Rage. Stufe 2 freischalten. Nee. Welche Richtung wollte ich? Knochenbrecher. Klingenmeister. Was war Klingenmeister? Angriff mit Einhandschwertern haben eine Chance von 10% zu kritischen Schaden anzurichten. Machen wir den schon mal. Gemetzel, was macht das? Angriff mit Einhand-Echsen verursachen zusätzlichen Blutschaden. Nee, lassen wir mal. Kyranische Kampfhaltung. Erhöht Angriffs- und Laufgeschwindigkeit, aber schmälert eure Fähigkeit zu blocken. Aus dem Landen Feinde eher kritische Treffer. Nicht mit anderen Kampfhaltungen stapelbar. Stufe 1, 10% höhere Angriffs- und Laufgeschwindigkeit, 45% schlechteres Blocken. 30% höhere feindliche kritische Chance. Nee. Lassen wir das mal. Kann ich vielleicht doch nochmal hier? Ihr habt diese Erinnerung bereits freigeschaltet. Ah, okay. Unermüdlicher Schlag. Welche Angriffe mit Einheitwaffen verbrauchen 25%? Okay, hier. Erhöht Einheitsschaden um weitere 7%. Dann würde ich das hier nochmal machen. Dann ist das hier voll. Und das da. Kriegen wir es hin, vielleicht alles voll zu machen? Ich würde das feiern. Für jeden herstellbaren Gegenstand, ob Dolch, Rüstung oder Artefakt, benötigt ihr eine bestimmte Anzahl an Einzelteilen. Dafür sind die Einzelteile da. Für Schmieden. So, Südviertel. Da oben war ich noch nicht. Was ist das? Ich suche dich. Lass uns leben. Ich, Teldo, suche nach langer Einsamkeit eine sanfte Natur, die schnellen Abenteuer nicht abgeneigt ist. Triff mich auf der Insel vor Ort, dort findest du ein Lager. Lies die Nachricht und gib dich mir erkenntlich. Ein besonderes Abenteuer. Das Lager auf der Insel im Arkasee suchen. Ich weiß nicht, ob ich das will. Bestimmt nur ein Abenteuer für eine Nacht. Genau. Und warum ist es Malphas, der den Sonnentempel auf dem Rücken trägt? Ist das nicht eine Geste der Knechtschaft? Nein, Malphas trägt den Sonnentempel, weil er auch die Menschheit trägt. Ohne die Güte und Erhabenheit der Götter wäre die Welt nämlich immer noch im Krieg. Wie nach der Verwüstung durch den Sternenfall. Ihnen verdanken wir alles. Richtig. Die Götter herrschen nicht aus Gier nach Macht heraus. Ihr oberstes Bestreben ist die Erhaltung von Frieden und Stabilität. Ganz gleich, welche Opfer es auch von ihnen fordern mag. Führ dir das Tag für Tag vor Augen, Sohn. Und ehre den Pfad, den dir Malphas zugetragen hat. Nur so können wir uns für all ihre Güte erkenntlich zeigen. Ich will auch so ein tolles Schwert. Das ist so fies, echt. Okay. Wo führt das hier hin? Das geht nach oben. Adelsviertel. Aber ich war noch nicht im Südviertel und Hafenviertel. Ah, okay, komm, wir gehen nach oben. Ich will oben mal sehen, was da oben gibt. Oben waren wir noch gar nicht. Okay, Süd- und Hafenviertel auch noch nicht. Aber ich will oben sein. Ein Hund. Fluffy. Hey, Fluffy. Fluffy. Was ist denn das hier? Wachturm. Okay, das ist wieder ein Wachturm. Das geht nach dahin weiter und dahin.
Was ist denn da? Hier ist auch... Oh, da sind Enten! Oh, wie süß! Oh, das ist ja richtig süß hier. Ui, was haben wir denn da? 300. Nice. Wir werden niemals alle finden. Ich glaube, das schaffen wir nicht. Ah, Dalmatia ist anwesend. Ich weiß nicht mal, ob ich es richtig ausgesprochen habe. Boah, das ist ja richtig hübsch hier. Boah, Ark ist bis jetzt eine richtig schöne Stadt. Adeliger? Ja? Adeliger? Was ist denn das? Gaboffs Edelwaren. Einen Obolus. Der Herr wird es euch vergüten. Ein Groschen geben. Hier. Danke. Ihr seid ein wahrhaft guter Mensch. Wir hatten gesagt, wir sind böse. Ich verkacke es, richtig böse zu sein. Wirklich schlimm. Oh, ja. Wie geht es eurer Tochter? Ich hörte, sie hat kürzlich einem frischen Mann den Bund geschworen. Das stimmt. Ein feiner Bursche, der Junge. So, Erika Katzer, bitte. Kann ich euch ganz unverbindlich sagen? Prinz Adrei von Nys. Wie sie die Brüste an mich reiben, bringt mein Poetenherz zum Leiden. Weh, weh, weg, weg, weg. Sie schürzt die Lippen tief und rot, durchtrieben das Spiel, welch tiefe Not. Was quatschst du mich an? Ah. Brachiale Lust. Egelose. Mit starkem Willen, kaum noch Kraft, hab ich's dann schließlich doch geschafft. So tiefsinnig, mein Prinz. Hymne des Wüstenkönigs. Eine neue Interpretation des Werkes von Adrei von Mit. Andrei von... Düster wie die Sonne, hell wie die Nacht. Tausend kleine Schauer ergießen sich auf meinem Leib. Kia und Baka Baka. Einsam sitzt sie an dem Wegesrand und kotzt. Oh wei, mein Herz brennt. Da ist es schon vorbei. Das ist Poesie. Wie die abgeht. In den Fesseln der Lust. Gelesen von dem Dichter. Einst stand ich auf den nassen Felsen. Von Nymphen aus vergangenen Zeiten. Sinnlich wie die süße Sünde verführen sie mich mit kecken Reizen. Lecker. Schmeckt wie Kirschen. Wie sie die Brüste an mich reiben. Ah, okay, das hatten wir schon. Ja. So viel. Schnell weg von dem. Na, das ist doch schön. Weg, weg, weg. Na, los, geh weiter. Nur eine Adlige? Ich glaube, seine Poesie will ich mir nicht noch ein bisschen weiter. Möchte ich nicht. So, was? Wo kommt das Wasser von da oben her eigentlich? Das
will ich auch irgendwer gründen. Von hier. Wo sind wir hier überhaupt? Darf ich hier hin? Kasernenviertel. Je höher die Fertigkeitsstufe, die ein Lehrbuch euch lernen kann, desto teurer wird es. Okay. So, Hüter. Schreitet wohl. Darf ich hier überhaupt sein? Was ist denn das? Nehmen Rollteleport nach Ark. Ark-Kaserne. Alter, wie geil. Kann ich hier fast überall durchgucken. Ist das vielleicht auch der höchste Punkt in der Map? Ne, ich glaube, da hinten ist es. Wer seid ihr? Ich korrigiere, da hinten ist es. Ihr gehört hier nicht her. Wer seid ihr? Ihr gehört hier nicht her. Ich bin neu hier. Und der Sonnentempel. Novize? Also, ich... Boah, ich finde das richtig hübsch gemacht worden. Ich darf hier nicht mehr pflücken? Okay, der Berg hier ist, also die Stadt Ark ist schon sehr weit hoch oben. Habt ihr meine Briefe erhalten? Habe ich. Magistra Jaela hat eure Bitte abgesichert. Wir werden uns so früh wie möglich darum kümmern. Gut, das ist gut. Hab Dank. Und möge sein Licht euch leiten. Und euch. Okay. Darf ich hier rein? Sonnentempel. Kein Zutritt ohne Befugnis. Geht weiter. Okay, ich darf hier nicht rein. Was haben wir hier? Rolle Teleport nach A. Schreitet wohl. Wer seid ihr? Ihr gehört hier nicht her. Ja, ich gehe doch schon runter. Ich gehe wieder zurück. Echt schön, man kann hier wirklich alles auch unten da nochmal erkunden. Also erkunden so oder so, ich meine jetzt von hier oben alles sehen. Kann ich rein? Ah, okay, hier ist schon Grenze, ich kann hier nicht runter. Okay, hier komme ich nicht nach unten. Was gibt's denn hier noch für Gebiete? Also das Adelsviertel ist bis jetzt das höchste Gebiet, wo wir sein dürfen. Nee, ich wollte sprinten. Verlaufen? Nee. Ich bin hier am Umsehen, erkunden. Bus, Madame. Kann ich euch für meine erlesene Bücherauswahl begeistern? Bibliothekar Marius. Warte, da vorne ist ja noch mehr. Ich habe schon immer gewusst, dass es mit unserer Welt den Bach runtergeht. Zu wenig Wind. Fluffy. Iranischer Philosophie schon, den die Menschen lesen. Das sind doch die wahren Ursachen für all das. So, was haben wir hier? Badehaus. Ich hoffe, die sind da jetzt nicht nackig. Jawohl. Ich guck hier mal ganz vorsichtig. Tänzerin. Okay, die sind wenigstens in Unterwäsche.
beeindruckende Waffe, die ihr da habt. Ich hoffe doch sehr, dass ihr sie nur für wegestreue Zwecke einsetzt. Mal gucken. Also bis jetzt bin ich am überlegen, mich den Assassinen anzuschließen. Ich mag Assassinen, Meuchel und so. Delphi Wittgen und Ursa Müllermann. Was gibt's denn hier unten? So, er ist hier am Schwimmen. Badegast. Und hier liegen Klamotten einfach so rum, okay. So, wer bist du? Badegast. So in etwa so hätte ich... So viele fremde Gesichter. Na, das ist doch schön. So in etwa hätte ich mich erstellt, wenn... Also den, meinen Charakter hier jetzt erstellt, hätte ich mich für einen männlichen entschieden. Ja, aber wenn wir Elder Scrolls spielen, bin ich dann meistens immer männlicher, versuche ich selber zu machen. Na los, geht weiter! Ich weiß nicht, was sie will. Ja, ich will jetzt aber auch nicht mehr hier sein. Ich bin froh, dass die nicht komplett nackig sind. Hab ich in Morrowind aktuell sehr viel Probleme, beziehungsweise ihr werdet das vielleicht in ein, zwei Wochen sehen, wenn das raus ist, die Folgen. Da bereue ich es ein bisschen, dass ich hier sehr realitätsnah nahe Mods genommen hatte, dass die dann auch unbekleidet, also wirklich dann, wenn die nichts anhaben, dass sie auch wirklich dann nichts anhaben. So, das haben wir hier. Okay, noch ein Anwesen. Und in Solstheim, da laufen die Leute komischerweise aus Gründen, die ich nicht verstehe, sehr gerne komplett nackig rum. Und ich hoffe, YouTube macht mir selber da keinen Strich durch die Rechnung. Wo führt das hier nochmal hin? Anwesen, okay. Dann fehlen uns nur noch... arg leerstehendes Haus benötigt einen Schlüssel. Lesen Notiz. Interesse an diesem Haus? Dann ersucht eine Audienz bei Silverin und Freunde. Der Bank, bei der euer Geld sicher ist. Trautes Heimglück allein. Bei Silverin und Freunde die Besitzerkunde für ein Haus erwerben. Wo müssen wir dafür hin? Dieses Haus können wir besitzen. Ich hoffe, wir können es uns auch leisten. Es wird vor allem auch dunkel gerade. Und den Bereich hatten wir auch noch nicht erkundet. Ich hätte jetzt kurz gedacht, der ist jetzt nackt. Einen Groschen mit am... Bitte nur einen. Ich habe schon einmal gespendet. Ich will jetzt ihn nochmal ein. Mann, ich habe hier voll das schlechte Gewissen. Ah, okay, hier sind wir. Was ist das hier? Blutmondrevolte. Mit Gernot von Dichtersfeld in der Rolle des Ritters Arthoras. Perpetuum Theater benötigt einen Schlüssel. Ist wahrscheinlich geschlossen. Okay, ich glaube, hier habe ich dann alles soweit fertig. Süd- und Hafenviertel fehlt dann noch. Manche Talente bilden. Oder Kasernenviertel. Mit Friedhof. Also hier sind dann die Toten begraben. Malfas-Tempel. So. Rudolfus Schlingental. Kaserne entdeckt. Ist das die Kaserne? Direkt am Friedhof hier, okay. Gardisten. Ah, Kaserne. Ich
bin am Überlegen, muss man hier vielleicht einen Beruf auswählen? Habe ich noch eine Fackel im Inventar? Ich habe keine Fackel, ne? Gut, dass Schlüsselchen nichts wiegen. Aber ich gönne mir mal eine Brezel. Naja, irgendwann muss man sich halt einfach damit abfinden. Womit abfinden? Ah, hier hinten geht, kommt man hoch. Okay. Wo führt das dann? Herzland. Ins Herzland will ich noch nicht. Aber okay, hier haben wir noch einen Weg, das rausführt. Aus der Stadt. Über die Kaserne und Friedhof. So, wo führt das hier hin? Fremdenviertel wieder. Ich will hier... Guten Abend. Guten Abend. Reitet wohl. Was ist das da? Hoppala. Komm, wir machen mal in der Perspektive wieder. Kasernenviertel. Ah, okay. Mal fast zum Gruß. So, das führt auch wieder ins Herz. Ah, okay. Was fehlt uns noch? Südviertel? Und ich weiß, haben die auch ein Bettlerviertel oder so? Wahrscheinlich ist das ein Hafenviertel und ein Bettlerviertel. So. Hafen. Und Süd. Und Unterstadt. Okay. Da will ich hin. Also müssen wir hier hin. Erstmal zum Marktplatz. Ey, mit dem Lesen kommt man echt nicht hinterher. Ach, hier ist auch noch eine Zinsen. Eternische Spielmannsfrau. Geht weiter. Mal fast zum Gruß. Wahrscheinlich die hier. Geht schon. Ich darf nicht mit euch reden. Gothic hat mich, was das angeht, richtig geschändet. Meine Meinung will ja keiner hören. Benimmt sich einfach, als würde sie Südviertel. Gab es hier auch Hafenvierteleingang oder führt nur das da durch? Ich höre schon Jasper wieder. Hafen. Okay, alles führt hier durch Südviertel. Gucken wir uns mal den Südviertel an. Ich würde aber auch erstmal vielleicht irgendwo mal pennen wollen. Es ist dunkel. Ich will erstmal hier hoch. War das ein Drache? Piratenturm, Ark entdeckt. Guten Abend. Piratenwärter. Guten Abend. Das ist ein Mirado. Alle hopp! Guten Abend. Sieht echt süß aus wie so ein Riesending. Okay, also neu lackierte Drachen sind Myraden. Die Schnellreisedinger wahrscheinlich. So, da haben wir noch ein Höhlensymbol. Oh, ich mag die Musik hier. Madame. Unterstadt und Hafen geht noch dahin. Art Südviertel entdeckt.
So. Hm. Ah, das führt wieder zum Marktplatz. Okay. Oder kam ich von hier? Ne, von hier kam ich nicht. Was ist das für ein Höhlensymbol? Was ist da für eine Höhle? Bürgerin? Helle Abendmahl? Stadtwache, der am Kochen ist? Ja, die müssen auch mal Freitag haben. Gundal Abendmahl? Spielmann. Moment. Wilder Sommerstein? Ihr kommt hier rum, oder? Habt ihr zufällig meinen Gefährten gesehen? Hallis? Groß, braunes Haar, Kinnbart. Er unterhält unsere Farm an der Bauernküste. Ich kann sie jetzt nicht ansprechen. Hätte ich jetzt gern getan. So, Jerl Kantenschlag, Ulfgar Rothschild. Schaltet wohl, Maidan. Ah, okay, die bewegen sich wirklich allesamt. Die haben wir alle schon gesehen. Die bewegen sich wirklich von Viertel zu Viertel. Das führt wieder ins Herzland. Parkbrauerei. Boah, wie cool wäre es, wenn man hier wirklich auch aktiv sich einen Beruf aussuchen müsste. Bitte von der Wondervolks. Oder Fontervolks. Dass man hier sagen kann, ey. Warte mal, was. Hauptkaverne. Ah. Kleine Ratten. Ich will noch die Stadt erkunden. So. Wo geht's weiter? Unterstadt und Dings hier. Hafenviertel. Malfas zum Gruß. Ist das hier? Hafen? Oder wie? Soll das der Hafen sein? Wo sind denn die Schilder? Schreitet wohl! Ich habe gerade sehr starke Orientierungsprobleme. Unterstadt. Das. Ah, die Kavernen sind die Unterstadt. Okay. Gibt es hier noch ein Schild, das mir sagt, wo es zum Hafen geht? Hafen, die Richtung. Bierkeller. Schreitet wohl. Aber das ist doch nicht der Hafen, ne? Herzland. Ich gucke mal. Der Anspruch an die Novizen des Ordens ist groß. Vor dem Aufstieg zum Ordenshüter müssen sie eine Prüfung ablegen, die nicht nur... Das ist der Weg zum Hafen. Ah, okay. Ahoi! Ahoi! Hafentor entdeckt. Ah! Madame. So, es sind sehr viele Bettler hier auf dem Fall. Und das ist der Hafen. Da hängt was. Da hängt jemand. Kann ich da irgendwie hin? Ich würde das gerne genauer sehen, wer da hängt. Hm? Da hängt wirklich jemand. Einfach an seinem Finger hängt. Das wäre runtergefallen. Aber warum hängt da jemand? Madame? Fremdländer. Ja, ja. Hm?
Oh, ich muss ehrlich sagen, ich... Ihn auch nicht gut. Verzeiht. Was? Ihn auch nicht gut. Verzeiht. Okay, also wie heißt er? Ihn auch nicht gut. Verzeiht. Ihn auch nicht gut. Verzeiht. Okay. Kilianischer Händler. Okay, ich kann mit ihm auch keinen Dialog führen. Ihn auch nicht gut. Verzeiht. Ihn nahe nicht gut, verzeiht. Ahoi! Ahoi! Wir werden hier noch sehr viel Zeit verbringen. Definitiv. Aber ich will jetzt dann vielleicht doch mal Richtung Jasper. Wo war denn der Weg zu Jasper? Aber man merkt hier schon wirklich, hier ist das, wo muss ich hin? Er sagt wieder Ahoi. Guten Abend. Wo muss ich hin? Um wieder in die Stadt nach oben zu kommen? Ich glaube, da. Ich glaube, das ist schon der Weg. Ja, das sieht danach aus. Dann suchen wir wieder Jasper. Und hauen uns dann mal irgendwie gleich irgendwie aufs Ohr irgendwo in einer Kneipe, Taverne. Also Südviertel. Gibt's hier, ne, die Brauerei nicht. Ich will immer mit dem, wenn ich den Joystick drücke, irgendwie immer sprinten. So, das muss ich jetzt dann zum... Nein, nicht zum Herzland. Bitte. Da. Eterna sind in vielen Ländern der... Ich finde schön, wie viel man hier lesen darf. Auf euch acht, Madame. Die Straßen sind um die Zeit gefährlich. Schreitet wohl. Ich suche Arbeit. Wisst ihr, wo ich welche finden könnte? Ihr seid Fremdländer, nicht wahr? Wenn ihr keine harte Arbeit scheut, könnt ihr der goldenen Sichel mal einen Besuch abstatten. Die suchen immer nach Menschen, die anpacken wollen und zahlen gut. Ah, okay. Gibt es irgendwelche Neuigkeiten? Von tollwütig gewordenen Tieren, Horden auferstandener Gruften und dieser grassierenden Geisteskrankheit mal abgesehen? Nein, seid einfach vorsichtig. Okay. Goldene Sichel, da finden wir Arbeit. So, was haben wir hier? Max Schönblutes. Das nerimesische Geschlecht der Boddenbrooks sucht Max Schönblutes. Er setzt sich nach einem vorgetäuschten Tod auf Nerim nach Enderal ab und wurde bei einem Bauernhof in der Nähe des AK-Hafens gesichtet. Für sein Ergreifen wird eine Belohnung von 10.000 nerimesischen Goldtalern in Aussicht gestellt. 10.000 nerimesischen, wie viel ist das, wie hoch ist der Wechselkurs? Mag schön Blutes. So, wo haben wir hier eine, Taverne? Wahrscheinlich im fremden Viertel. Da war irgendwie... Ich hoffe, da können wir irgendwo nächtigen. So, hier. Zum tanzenden Nomaden. Das klingt doch nach einer Kneipe, wo man schlafen kann.
geht weiter. Ja, gleich. Abend. Abend. Spieltisch. Mal fast zum Gruß. Schreitet wohl. Alter. Die Tanzanimation. Können wir selber auch so tanzen? Madame. Malfas zum Gruß. Malfas zum Gruß. Ich möchte was. Ich suche eine Bleibe für die Nacht. Ist noch was frei? Klar gibt's ein Zimmer. Es ist kein arker Adelszimmer, aber warm und lausfrei. Okay, warm gefällt mir schon mal. Gut, wir lassen den Raum aufsperren. Und bitte, dreht keine krummen Dinge in Ordnung. Wir achten hier den rechten Weg und wollen keinen Ärger. Auf jeden Fall, danke. Sichere Straßen. Wo finden wir? Oben wahrscheinlich hier. Mal fast zum Gruß. Oder unten? Heute mit im Angebot. Maid? Prostituierte. Matrose. Oh, okay, man kann hier. Irgendwann ist dann aber auch mal wieder gut. Frauen eines bestimmten Gewerbes bezahlen, sag ich jetzt mal, die Dienste annehmen. Bett, Eigentum. Okay, komm. Ihr könnt nicht im Bett. Ah, okay, das ist nicht mein Bett. Das wollte ich nicht. Ist es das hier? Das ist meins. Okay. Machen wir 6 Stunden. Oder 8. Komm, 8 Stunden machen wir draus. So, was haben wir denn hier sonst? Das alles stehen. Oh. Interessant. Bücher stehlen. Ja, dann würde ich sagen, machen wir hier in der Nähe. Was ist denn das denn für ein Zimmer? Arg Fremdenviertel. Okay, machen wir hier aber auf jeden Fall dann in der nächsten Folge weiter. Moment. Ich will den mal beim Tanzen noch zusehen. Ihr seid doch Fremdländer, oder? Was? Baal Hestzell. Ist das so offensichtlich? Nur wenn man weiß, worauf man achten muss. Ich habe selbst fremdländisches Blut in mir. Baal Hestzell. Erfreut, eure Bekanntschaft zu machen. Sagt, Fremdländer, wenn ihr neu hier seid, sucht ihr vielleicht Arbeit? Ich bin selbst nicht von hier und suche eine tatkräftige Hand. Woher kommt ihr? Arasial. Aber schon in dritter Generation. Außer meinem Namen und meiner Haut ist nicht mehr viel von meinem Ursprung übrig, fürchte ich. Und was wollt ihr von mir? Ich will, dass ihr etwas für mich findet. Wisst ihr? Ich bin Heiler. Genau wie mein Vater und mein Großvater auch. Als mein Großvater nach Enderal kam, tat er das im Auftrag einer Arka-Edelfrau. Eine noble Dame, die Wissenschaft und die Heilkunst zu schätzen wusste. Lange Rede, kurzer Sinn. Mein Großvater verbrachte einen Großteil seines Lebens in einer alten Festung nahe dem zerstörten Dorf Nebelheim, gemeinsam mit einem guten Dutzend anderer Apothekarii. Mein Vater sollte damals in seine Fußstapfen treten, aber bevor er eine Chance dazu hatte, brach die Pilzplage aus. Die Pilzplage, meint die Verseuchung des Flüsterwaldes? Die meine ich, ja. Hatte das mit der Forschung zu tun? Das ist die Frage, die ich mir ebenfalls stelle. Wie ihr euch denken könnt, sind ihr bereits mehrere nachgegangen,
Und offiziell heißt es, nein. Die Pilzplage war ein magisches Phänomen. Ein Fluch, wie die Bauern sagen, mehr nicht. Ich glaube aber, das ist nicht die ganze Wahrheit. Ich habe in den letzten 5 Jahren Nachforschungen angestellt. Und mittlerweile glaube ich, die Plage wurde absichtlich herbeigeführt. Absichtlich herbeigeführt? Warum sollte jemand willentlich einen ganzen Landstrich verpesten? Es tut mir übrigens leid, ich wollte eigentlich Ende machen für die Folge, aber das interessiert mich jetzt gerade sehr. Das sollt ihr für mich herausfinden. Reist zur alten Festung nahe Nebelheim. Dort haben wir damals geforscht. Und wenn ihr eine Antwort für mich findet, soll es nicht zu eurem Nachteil sein. Und wieso geht ihr nicht selbst? Schaut mich an. Dann habt ihr die Antwort. Erwähnenswert ist wohl auch noch, dass seit diesem roten Wahnsinn gefühlte Armeen verunglückter Wanderer den Flüsterwald jetzt als Verlorene durchstreifen. Ja, und dann soll ich lieber in Tokio. Es ist zu gefährlich, um es auf den Punkt zu bringen. Deswegen wird es auch nicht zu eurem Nachteil sein, wenn ihr mir helft. Warum ist euch diese ganze Sache so wichtig? Weil ich es verstehen will. Wisst ihr, wir Arasealer glauben an die Ahnenschuld. Und wenn mein Großvater etwas mit dieser Katastrophe zu tun hatte, dann trage auch ich einen Teil der Verantwortung. Außerdem glaube ich, dass ich, wenn ich nur Zugriff auf die Proben hätte, einiges erreichen könnte. Der Pilz ist weitaus mächtiger, als die hiesigen Apothekarii glauben. Er kann töten, ja, aber er kann auch heilen. Meinem Vater war das einerlei. Aber ich bin anders. Und wenn es eines gibt, das ich in meinem Leben noch erreichen will, dann ist es... Dann ist es Klarheit. Gut, ich werde sehen, was ich tun kann. Wie komme ich zu dieser Festung? Und wonach soll ich dort suchen? Nach Aufzeichnungen, Proben und allem anderen, was von Relevanz sein könnte. Seht euch einfach um. Hier... Ich markiere euch die Festung auf eurer Karte. Am besten nehmt ihr den Myraden nach Nebelheim. Im alten Hafen dort findet ihr das Haus, in dem mein Großvater gelebt hat. Und dort, in einer alten Kommode, sollte sich auch noch der Schlüssel für die Festung befinden. Ich wünsche euch viel Glück. Wenn ihr das Material habt, treffen wir uns in der Unterstadt am Wasserberg. Dort ist mein Labor. Und danke. Wirklich. Das trostlose Feld. Ball Hestzels Schlüssel aus seinem Haus Nebelheim bergen. Da sind 3 Sterne oben gewesen. Was heißt das? Durchsucht die alte Nebelwacht. So, ich chill mich jetzt hier hin und würde sagen, dass ich jetzt hier einen kleinen Cut mache. Dann vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und ciao.